Wie werden Wörter verneint? Einige Präfixe und Suffixe dienen dazu, die Wörter zu negieren. Das heißt, sie verneinen die Begriffe. Ich werde ein paar Präfixe dafür vorstellen. Wenn wir das Wort zum Beispiel sozial verneinen wollen, fügen wir ein A an den Anfang des Wortes. Oder zum Beispiel infiziert, desinfiziert. Akzeptabel versus inakzeptabel, perfekt versus imperfekt, regulär versus irregulär, verstehen versus missverstehen, verständlich versus unverständlich. Zum Beispiel Suffix los haben wir, los, kostenlos. Oder sprachlos, inhaltslos, machtlos, endlos. Diese Wörter mit der Suffix los am Ende sind immer Adjektive, ne? Okay, es gibt noch weitere Nachsilben, zum Beispiel frei, arm und leer. Koffeinfrei. Koffeinfrei bedeutet dann ohne Koffein. Und fettarm bedeutet mit wenig Fett. Und hoffnungsleer bedeutet ohne Hoffnung. Das war's für heute. Bis dann.